Da vermehrt in der Vergangenheit die Frage aufgekommen ist, was denn unsere sogenannten Performance-Teams sind, ja, weil mit denen werben wir relativ stark nach außen, dachte ich mir einfach mal heute in dem heutigen Video, wir können mal ein bisschen im Detail darüber sprechen, was eigentlich unsere Performance-Teams machen, warum die eigentlich so einzigartig sind, ja, und wie du halt eben als Kunde, als Unternehmen, als E-Commerce-Unternehmen davon profitierst. In erster Linie müssen wir uns ja eigentlich fragen, was gibt es so für Baustellen in einem E-Commerce-Unternehmen, ne? Damit man im Prinzip Wachstum erlangt, um es mal ganz schlicht auszudrücken. So, da können wir einfach mal, mal kurz überlegen, wie viele Ecken wir brauchen. So. Was wir im Prinzip brauchen ist, machen wir mal wieder ein Dreieck. So. Ich schreibe es erstmal alles drei an und danach spreche ich drüber. Obwohl, lass uns einfach, wir sprechen im Detail so drüber, das passt so. Und zwar, der erste Punkt ist erstmal, ja, für Wachstum in einem E-Commerce-Unternehmen ist eben ausschlaggebend, also ist ja mal so, damit systematisiertes Wachstum herrscht, ja, und jetzt nicht so abruptes, wie zum Beispiel, wenn du jetzt mal im Fernsehen auftrittst oder so, Höhle der Löwen oder so, wirst du halt massig Traffic auf einen Schlag bekommen, ja, aber wir wollen halt hier wirklich systematisch und kontinuierliches Wachstum erlangen. Ja, dementsprechend Media Buying. Ja. Media Buying schließt natürlich ein, dass wir Ads schalten, ja, also dass wir eine gewisse Form von Performance Marketing machen. Das ist erstmal essentiell eigentlich heutzutage für jedes moderne D2C-Unternehmen. Ah, D2C kann ich auch mal mit hin dazu schreiben. D2C, Direct to Consumer, also wenn du direkt an den Konsumenten verkaufst sozusagen. So, Performance Marketing. Wir brauchen also jemanden, der das Media Buying für Performance Marketing macht. Das ist mal die erste Baustelle, die wir haben, um Wachstum zu generieren. Damit wir überhaupt Werbung schalten können, brauchen wir natürlich Content. Ja, im Fachjargon auch bekannt als sogenannte Creatives. So, Creatives, das könnte man jetzt im Prinzip in zwei Parts nochmal teilen. Einmal die sogenannten Texte, das Copywriting. Und dann einmal die visuellen Dinge, sowas wie die Fotos und Videos. Ja, kürze ich mal ab in FV. Könnte man natürlich noch GIFs nehmen, obwohl GIFs ziehe ich jetzt einfach mal unter Videos mit rein. Auch wenn es rein theoretisch nicht ganz akkurat ist. Nichtsdestotrotz, ja, wir haben also Content Creators, die wir benötigen, damit wir überhaupt Media Buying betreiben können. Ja. Und auf der anderen Seite muss natürlich auch der Shop, auf dem wir den Traffic leiten, entsprechend konvertieren. Ja, also Conversion Rate, Konvertierungsrate, also von 100 Leuten, ja, Conversion Rate erkläre ich nochmal hier, von 100 Leuten, wie viele Leute kaufen tatsächlich. Ja, das ist die Conversion Rate, die sollte im Schnitt immer so bei 1,5% plus liegen. Ja, wir haben Firmen, die haben teilweise sehr hohe Conversion Rates von 4%, manche ein bisschen niedriger, bei 0,6% zum Beispiel, aber alles im allem wird es irgendwo bei 1,5% liegen. Alles da drüber ist super, ja, wenn man sich den Gesamttraffic auf einem Shop anschaut. Also die drei Komponenten. Es gibt ein, zwei Sachen, die wir so als Voraussetzung nehmen, die ich jetzt hier darüber nicht so reden möchte, ist einfach, dass grundsätzlich eine Marke besteht. Ja, also dass wir hier auch eine gewisse Transparenz haben, gewisse Storytelling, Instagram-Accounts, also Social Media Profile gut bespielt werden, ob es hinter den Kulissen gezeigt wird, wie das Ganze funktioniert, was für ein Team dahinter steckt und so weiter und so fort. Das nehmen wir als Voraussetzung und natürlich, dass das Produkt wirklich auch gut ankommt. Also Marke besteht oder ist zumindest am Aufblühen, muss jetzt noch nicht eine gigantische Marke sein, die jeder kennt, aber so eine gewisse ein Markensinn muss halt in dem Ganzen stecken. Zum Beispiel wäre da an der Stelle Stichwort ganz klassisches, so wie man es noch von früher kennt oder von manchen Leuten heutzutage ist ein bisschen mehr untergegangen inzwischen, ist Dropshipping. Nee, das klassische Dropshipping, wobei ich jetzt weniger auf die Versandart, sondern mehr so auf den Nebencharakter, der dadurch entstanden ist, was das Thema Marke betrifft, sich entwickelt hat. Ja, also so wollen wir es eher nicht. Wir wollen wirklich eine schöne Marke einfach entstehen lassen, bisschen aufbauen. Und wie gesagt, das Produkt sollte halt wirklich die Zielgruppe erreichen, im Sinne von, dass die Zielgruppe wirklich daran interessiert ist, so ein Produkt zu kaufen. Das sind zwei Sachen, die wir einfach als Voraussetzungen sehen. Ja. So, Voraussetzungen. Kürze ich mal ab so. Das heißt, wenn das stimmt, sind eigentlich das so die größten Baustellen. Ja, gerade am Anfang von einem Unternehmen. Ja. Und also bei einem E-Commerce-Unternehmen im D2C-Bereich. Und genau da greifen im Prinzip unsere Content-Teams an. Nicht Content-Teams, unsere Performance-Teams. Nämlich unsere Performance-Teams bestehen aus mehreren Personen. So.
Nein, natürlich sogar aus 5. Ja, müsste stimmen. Die erste Person, die wir haben, ist der sogenannte Media Buyer oder die Media Buyerin. Die kümmert sich komplett um die technische Umsetzung der Ads. Das heißt, wie können wir auf technischer Ebene mit den Inhalten, die wir haben, wie können wir damit eben optimal die Anzeigen eben verbreiten auf den entsprechenden Plattformen. Ja? Wie können wir das Budget anheben, ohne dass die Performance fällt, ohne dass die Marge zu krass fällt und so weiter und so fort. Also die ganze Technik, das sogenannte Media Buying, das Kaufen von Medienplätzen auf Facebook und Instagram in unserem Fall. Ja? Außerdem ist unser Media Buyer auch sehr geschult, was das Thema Copywriting betrifft. Ja, Copywriting und allgemeines, die allgemeinen E-Commerce-Strategien. Ja, wobei aber der besondere Fokus auf diese zwei Dinge liegt. Die technische Umsetzung und das Copywriting. Dann haben wir die nächste Person. Wir haben einen sogenannten Kundenmanager. Ja, eins der größten Probleme heutzutage bei Agenturen ist das Thema Kommunikation. Und genau dem wollen wir im Prinzip gegenwirken damit. Nämlich hier wird einfach sehr, sehr ausführliche Kommunikation ermöglicht. Das heißt, der Kundenmanager ist quasi eigentlich durchgängig für dich erreichbar. Er geht auch proaktiv auf dich zu. Ja, wenn es Fragen gibt oder irgendwelche Termine gemacht werden, bei uns sind zum Beispiel wöchentliche Videokonferenzen quasi Standard. Ja, mit halt noch Loom-Videos und alles Mögliche mit hinzugefügt. Und dafür ist er halt primär da, nämlich die Kommunikation. Aber der Kundenmanager ist vor allem eben E-Commerce-Experte. Das heißt, wenn es um Themen geht wie Angebotsplanung, auch gewissermaßen Logistik, einfach sich das gesamte Spiel anzuschauen, das gesamte System, was hinter deinem Unternehmen steht, dafür ist eben der Kundenmanager, die Kundenmanagerin Expertin, Experte. Dann haben wir die nächste Person. Immer hier den Bezug hierzu ziehen. Ja. Einmal zurückgegangen bin. Der Kundenmanager und der Media Buyer übrigens in Kombination. Die beiden. Ja, ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen übersichtlich hier. Das müssen wir hier das eine Männchen einmal wegmachen. Ja, so. Und die beiden machen auch Thema Shop-Analyse. Ja, also schauen sich an, was kann optimiert werden. Wobei eben ein besonders starker Fokus auf die Mobilansicht liegt, weil im Endeffekt immer noch der Großteil der Leute, deiner Kunden, über mobil kaufen. Das heißt, das muss halt einfach laufen. Das machen sie zusammen, das analysieren sie zu zweit, geben dem Ganzen mal ein Gesicht, ja, und geben eben da ganz klares Feedback, was man noch machen kann. Haben auch eine ganz, ganz genaue Checklisten und so. Schauen durch eben, okay, können wir hier noch was machen, hier. Wo kann man Berge bewegen, wo können wir relativ schnell noch die Conversion Rate hochbringen, wo können wir bloß ein paar Kieselsteine bewegen und im Prinzip nur minimal was machen, vielleicht nur optional was machen. Genau das machen im Prinzip die beiden Kombinationen. Performance Marketing, das Media Buying wird übernommen von unserem Media Buyer oder Media Buyerin. Dann haben wir noch die nächste Geschichte, nämlich Creative Coach. Wir haben einen Creative Coach, einen Creative Experten, der nur darauf spezialisiert ist, für dein E-Commerce-Unternehmen Creative-Konzepte zu erstellen, damit du weißt im Prinzip, wie kann ich, was für Creatives sollte ich am besten produzieren. Wenn du selber Creatives produzieren kannst, ja, auf regelmäßiger Basis, dann wird dir eben unser Creative Coach dort Zuarbeit leisten und wird dir ganz genau Konzepte schreiben, ganz genau zeigen, worauf du achten sollst, wo du was wie einsetzen sollst. Das macht unser Creative Coach, das heißt, hier haben wir Konzepte für Creatives und Content. Dieser wird ergänzt optional. Also siehst, wir haben wirklich ein sehr, sehr großes Team für jeden einzelnen unserer Kunden und Kundinnen. Das ist also kriegst du in dem Format kaum irgendwo in der Dachregion. Unser Creative Coach wird noch unterstützt von einem Content-Team. Das heißt, wir haben auch ein Content-Team, was vor allem spezialisiert ist darauf, User-Generated Content zu machen. Also Inhalte, die einfach sehr, sehr gut funktionieren derzeit auf den Social-Media-Plattformen. Ja, also unser Content-Team produziert dann in Zusammenarbeit mit einer Menge anderen Content-Producern Content für dein individuelles Produkt. Leute, die noch matchen, also die Content-Producer, die dort Content für dich erstellen, die matchen auch mit der Zielgruppe, was du dir vorstellst, Gesicht, blablabla. Darum kümmert sich dann das Content-Team, solltest du selber keinen Content erstellen können.
Dann würde der Creative Coach sozusagen die Konzepte erstellen, die wir dann selber umsetzen oder du als Kunde, Kundin umsetzen kannst. So, und jetzt zu guter Letzt, das ist sowieso bei uns jetzt Pflicht geworden, seit ein paar Monaten, einfach weil das Thema Tracking, ja, IT, kürze ich jetzt einmal ab mit IT, super, super wichtig geworden ist. Und dementsprechend, ich habe gerade schon das Thema Tracking angesprochen. So, da haben wir noch eine Person, die nur fürs Tracking zuständig ist. Heißt, bei uns ist zum Beispiel Standard, bevor überhaupt irgendwas losgeht, irgendeine Kampagne irgendwann mal online geht, gehst du definitiv mindestens einmal durch ein Tracking-Setup-Audit-Call, wo ganz genau geschaut wird, erfüllst du alle Voraussetzungen, damit wirklich dein Tracking 100% dem, also das, was wir momentan noch technisch machen können, unter Betrachtung von iOS 14.5 und so weiter und so fort, hast du alles soweit korrekt eingestellt, müssen wir Dinge nochmal eigenständig anpassen, damit zumindest die Dinge, die man irgendwie noch tracken kann, dass man das eben mit einbaut. Weil wenn das nicht stimmt, ja, und hier alle zusammen arbeiten, ja, dann bringt das rein gar nichts. Weil wenn du blind schießt, hast du ziemlich schlechte Resultate. Ja, und das zusammen, und eine Person habe ich noch vergessen, Thema Qualitätssicherung, das ist nämlich unser lieber Head of Management, kürze ich ab mit HOM. Und unser Head of Management macht im Prinzip komplette Qualitätssicherung, ja, schaut sich Resultate an, gibt nochmal aus jahrelanger Erfahrung dann nochmal Expertise mit ein. So, sozusagen Controlling. Ja, das heißt, wir haben nicht nur ein Vier-Augen-Prinzip, sondern sogar ein Sechs-Augen-Prinzip mit den beiden, die arbeiten sozusagen am meisten mit dir zusammen, die beiden. Ja. Die sind immer dann sozusagen optional an manchen Stellen immer mit, springen immer mal mit ein. Ja, manchmal so ein Stern mit dran. So, Head of Management, ja, schaut auch aktiv mit rüber, bringt seine Idee mit ein. Das heißt, du siehst, du hast ein riesiges Team, was nur für dich arbeitet. Ja, das könntest du no way, niemals mit der Erfahrung abbilden, ja, in-house. Und vor allem Unternehmen, die halt noch nicht 100.000 Euro im Monatsumsatz machen, könnten nicht mal die Anzahl an Personen mit der Höhe an Expertise finanzieren. Das wäre einfach super unlukrativ für ein E-Commerce-Unternehmen. Nichtsdestotrotz, wir können dir das anbieten, ja, und wenn sich das noch was, ja, anhört für dich, was relevant für dein Unternehmen ist, was definitiv ist, egal wie groß du bist und du von unserer Expertise profitieren möchtest, dann solltest du definitiv an der Stelle ein Bewerbungsgespräch buchen, ja, dort können wir auch noch mal ein bisschen ins Detail gehen, also noch mehr ins Detail, wo ich heute schon mal ziemlich doll reingegangen bin, was das Thema, ja, Performance-Teams betrifft und wie wir dann in deinem individuellen Fall dann wirklich helfen können, wo du hin möchtest, dieser Situation. Und genau, wenn sich das noch was für dich anhört, dann solltest du an der Stelle ein Gespräch buchen. Wir freuen uns auf dich. Liebe Grüße aus der Prignitz.